Viewer discretion is advised. Ist alles friedlich? Stolen Police Vehicle? Wo denn? Dangerous Kriminalität, gefährliche organisierte Kriminalität. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 LSB DFR und zur zweiten Folge von Special Deutschland. In der letzten Folge sind wir mit einem T5-Bulli durch Deutschland, sagen wir es mal so, gefahren. Heute fahren wir mit einem Mercedes-Benz mit orangenen Warnstreifen, so wie es auch im Originalen ist. Und mit dieser deutschen Polizeiuniform kleiner, dicker Polizist, oder das macht die Jacke, ich weiß es nicht. Aber im Bericht gibt es auch solche Statuen. Aber trotzdem, der Skin auch sehr nice gemacht. Und wir sind heute als Autobahnpolizist unterwegs mit dem Schwerpunkt LKW-Kontrolle. Und wir haben gerade einen Einsatz angenommen. In dem sollen wir eine Straßensperre vollziehen. So, Roadblock Request. Mal mit der Markierung. Ich frage mich, wie wir das machen sollen. Einen Ersatz hatten wir auch noch nicht, glaube ich. So, hier können wir durchfahren. Wow, da bin ich aber schnell aus. Gar nicht so einfach zu handeln. Ja, super. Drei Spuren, wie soll ich hier die Straße sperren? So. Remain position attempt to stop the target vehicle. Okay. Wir machen erstmal die Straße sperren. So, machst du die Tür auf. Jetzt haben wir einen roten Punkt, jetzt müsste der hier lang kommen. Anscheinend. Ist aber neben der Autobahn. Okay, halten wir mal im Auge. So. Straße sperren. Request. Lass uns mal überraschen. Ach, geh du doch aus dem Weg. So, sehr nice platziert. Ja, ist klar. Ihr müsst jetzt immer noch provozieren. So. Nein, das war falsch. Dann halt so. Jetzt will man sehen, wie hier durchkommt. Ja, da ist er doch. Wow, wo kommt der denn her? Wird verfolgt als Geisterfahrer. So, das ging ja schnell. Na, komm, zack. Mal gegen die Barriere geschubst. Komm mal, Hände hoch. Dann geht's schneller. Kommt da von hinten angedüst. Halleluja, eigentlich haben wir hier wirklich abgesperrt. Sonst wäre es noch zu schweren Verkehrsunfällen gekommen. So, Dispatch, ich bräuchte mal einen Transport, bitte. Kommen Sie mal kurz her. Eine Leibesvisitation. Aha. Feuerzeug, Polaroid-Kamera, Passport. Und eine Granate und ein T-Shirt mit I Heart Liberty City drauf. Granate ist erlaubt, na klar. Vor allem in Deutschland. Wer es glaubt, unselig. So. Jetzt mitnehmen, wir sind auf Code 4. Einsatz erfolgreich beendet. So, wir öffnen die Straße, setzen uns in unser Auto. Hier machen wir die Absperrung nicht weg. So. Zack. Und der Verkehr kann wieder auf der Autobahn fließen. So, wir wollen uns hier hinstellen. Weil wir wollen ja ein LKW kontrollieren. Zack, Licht aus, das wird nicht gleich auffallen. War ein netter Einsatz, muss ich sagen, hatte ich auch noch nicht. Straßensperre vollziehen. Damit wir den auffallen können. Hat ja alles wunderbar geklappt. Plötzlich stand er hinter mir. Ich wollte gerade noch mal gucken, wo der ist. War er plötzlich da. So.
Hier scheint gerade tote Hose zu sein. Oh. Gestohlenes Fahrzeug wurde entdeckt. Das ist natürlich Dover. Okay. Come on, hinterher. Steht hier jemand? Ach, da bestimmt der bestohlen worden ist. Attention all units, we have an officer requiring assistance in, Vinewood Hill. So, Kollegen sind vor Ort? Nee, da ist es gar nicht. Haben wir noch wieder entkommen lassen. Dann machen wir eine Luftunterstützung. So, da ist er. Moin. Uns mal vor dem. Ja, der kann uns wegschieben. Das ist gut. Komm mal. So, jetzt wieder ausweichen. Unsere Chance vielleicht. Oh! Fast die Kontrolle verloren. Unser Plan ist nicht aufgegangen. Wir können jetzt hier rüber. So ist gut. Du hast dich festgesetzt und was machst du jetzt? Wir fliehen. Ja, wir fliehen, das ist klar. Aber you have no fucking chance. Oh, ist mir los mit dem Rad. Sieht lustig aus. Eieieiei. So. Einen Abschlepper bitte, Dispatch. So, wir haben ein neues Gerichtsverfahren. Ja, da muss man noch eine Personenkontrolle machen, ob er was einstecken hat. GoPro, was das auch immer ist. So. Fahrzeug ist abgeschleppt. Wunderbar. Warten wir noch auf das Justizfahrzeug. Oder der den hier abholt. Ah, ein Schaf. So, und dann eröffnen wir, würde ich mal sagen, das Gerichtsverfahren. So. Kate Clegg. Driving under the influence of drugs. Ach, das war doch der Verkehrsunfall, die unter Drogen den verursacht hat. Hat eine Strafe von $815 gekriegt und Lizenz für 3 Monate suspendiert. Gut zu wissen. So. Schau mal weg hier. Nein, nicht hauen. So, nochmal. Results. Checks Edwards dangerous driving Grand Cut Auto and resisting arrest. Signs to 2 years imprisonment. Also 2 Jahre Gefängnis. Sehr nice. Und den konnten wir zum Glück ja stoppen. So. 2 erfolgreiche Einsätze schon mal. Aber mein Ziel, einen LKW anzuhalten, habe ich immer noch nicht erfüllt. Nun gut. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Stellen Sie einfach mal hin. Was machen die Kollegen denn da? Lass doch mal die Leute in Ruhe. Wir können fahren. Guck, mein Auto ist aus. Könnten wir auch eine Randalkontrolle aufbauen. Machen wir gleich mal in einer weiteren Folge. Im Moment ist alles ruhig, alles sauber. Schade, ich dachte, ich treffe hier mal auf einen LKW. Ganz mutig hier lang zu fahren. So, wir fahren erstmal wieder Richtung Los Santos. Haben wir da mehr Chancen auf LKWs zu treffen. Custom Refusing to Pay. Ja, das ist nichts für uns. Auf der Autobahn gibt es sowas nicht. Das wollen wir die Kollegen machen. So, also, müsst ihr mal durch. Ihr kleinen schlimmen Finger hier. So. Attention, please. Am Casino vorbei. So, die Gesetzeshüter sind back in town.
Will ich vielleicht nochmal das Licht anmachen, wenn man fährt? Fahren wir jetzt halt ohne Licht. Ja, Polizei, die darf das. So, und da sind wir schon runter von der Autobahn. Dass ich nochmal den deutschen Krankenwagen, den ich mit eingefügt habe. Sehr nice. So, drehen um. Und zurück in unser Einsatzgebiet auf die Autobahn. Im Moment ist alles friedlich. Grün Police-Vehikel. Wo denn? Dangerous Kriminalität. Gefährliche organisierte Kriminalität. Wo ist er denn? Da ist er. Wo fährt denn der lang? Kommt der hier runter? Komm doch hierher. Steht der Blöde da? Müssen wir wieder als Geisterfahrer aktiv werden? Nein, der ist über uns. Shit. Steht trotzdem Blöde da. Dann müssen wir in die andere Einfahrt nehmen. Ändern tut sich nichts dran, wir fahren als Geisterfahrer hier durch. Jetzt fährt er die... Mann, jetzt bewegt er sich. Jetzt stand er hier rum. Na, lass mich in Ruhe. Polizeivehikel. Oh, der Undercover Mercedes-Benz. Ja, war klar. Ach, und ist auch noch gleich am Mann. Hat er uns geschossen? Ja, Schüsse fallen, Schüsse fallen. Wir sollten Abstand halten. Schwer bewaffnet Dispatch. Es wird auf uns geschossen. Einen haben wir erwischt, einen haben wir erwischt. Helikopter, wir haben gar nicht gerufen. Panik, steht da bei der Bevölkerung aus? Ja, komm, schneiden wir noch. Oh, come on. Wir gehen vorsichtig an die Sache ran. Können wir versuchen, die Reifen zu zerschießen. Wir haben natürlich den Beifahrer erwischt. Wir wollen aber nicht natürlich den Fahrer nicht gefährden. Oder was heißt gefährden? Fährt nur für sich selber. Aber ausschalten. So, eine Felge. Haut doch schon mal. So, mein Freund, will nicht die letzte sein. Ich muss den einfach mal durchziehen. Das ist ohne Erlaubnis. Boah. Ich weiß da denn. Es waren keine Schüsse mehr. So, dann kann man den Einsatz hier. Gut, die Faust. Ja, so, auf zu rammen. Zuschlagen. Was für ein Swat. Ja, der Kollege ist tot. So, komm mal raus. Und das Swat greift so dazu. Mit einem Scharfschützengewehr, ist klar. So, wir könnten wenigstens unser Fahrzeug feststellen. Und den Fahrer liegt, denke ich. Festnehmen, so rum. So, nein, ich wollte ja nicht beschrieben. Lass es, komm mal. Ich wollte eigentlich EMS anrufen. Wir hoffen, dass wir einfach den zweiten Bilder hier wiederbeleben können. So. Der C. Ja, ein Polizeiauto abschleppen. So, ich hole mal dieses Fadenkreuz. Was wir nicht so alles erleben heute als Autobahnkopf. Wilde Schießerei, während die Diebe versuchen, mit einem Polizeiauto zu fliehen. Liegt da Jesus. So, wir bleiben natürlich noch hier, falls der wiederbelebt wird.
Any available unit in the downtown area. Units reporting in, entdeckt. Haben das schon mal angenommen. Der ist DOA, man. Sprich, der ist im Arsch. Das ist im Eimer, das ist defekt, das ist kaputt. Nicht mehr reparierbar. Warten wir ganz schnell auf die Gerichtsmedizin, die gerade eintrifft. Sehr nice. Dann können wir uns um das gestohlene Fahrzeug kümmern. Warum schickt er uns hier rum? Platz da. Entschuldigung. Ich glaube, ich gerade fahren können. Da ist er doch. Der Duak. Schleppen uns alleine, würde ich sagen. Dieses Komm, lass es sein. Sweet Jesus. Wir bremsen. Oder versuchen rückwärts zu fahren. Ich weiß es nicht. Lasst nicht locker, Vollpfosten. Wow, wenn das mal nicht eine grandiose Drehung war. So, das bleibt da. Bei. Was packen wir in so ein Auto rein? Ja, komm. Ja, in letzter Sekunde kann man sich wiederbergen, das ist klar. So, jetzt ist Schluss hier. So, Krankenwagen. Da glaube ich an den Konterkopfschuss. Und noch ein Löwe, es nervt. Fahrzeugüberprüfung machen. Würde ich selbstständig als Hausmeister machen anscheinend. So, ADAC noch rufen. Hier liegt er. Wollte fliehen, müsste mit Schüssen gestoppt werden. So, Schlüssel ist da. Fahrzeug ist weg. Okay, auch der ist leider verstorben. Dispatch. Flüchtiger wurde im Schusswechsel tödlich verletzt. Warten auf die Gerichtsmedizin und dann sind wir zurück auf Streife. Die Waffe wegpacken. So, die Gerichtsmedizin trifft ein. Stecken schon mal in unser kleines Vehikelchen. So, wir müssten aber eigentlich mal wieder zurück auf die Autobahn. Okay, ist gleich zum Glück in der Nähe. Sichern hier noch kurz ab. Gut, Leiche ist weg. So, Dispatch, wir sind wieder auf Streife. Ganz schnell mal hier oben gedüst. Okay, können wir so machen. Uiuiuiui. Bitte die Kontrolle behalten des Fahrzeugs. Das Fahrzeug bricht echt ganz schnell aus. Citizens reporting assistance needed in Vespucci Canal. Toter Körper wurde berichtet oder entdeckt. Das betrifft uns nicht. Wir sind auf der Autobahn. Ja, dieses Fahrzeugmodell ist ja von den Jungs von Top Mods. Und das ist ja richtig schick gemacht. Ich habe zwar die Handling-Datei eingebaut, aber so richtig scheint das noch nicht zu funktionieren, weil das Auto bricht echt schnell aus. Wenn man jetzt mal hier so macht, wird, ja zack, dann gebe ich nur Gas und habe noch nicht mal gebremst. Oder so hier. Oder wir müssen uns einfach mal dran gewöhnen. Man halt bis aufpassen in den Kurven, kann man dann ganz schnell natürlich rausfliegen. Und bei einer Verfolgungsjagd ist das dann ganz schlecht. Naja, wir gucken mal. Aber ansonsten ist dieses Fahrzeug richtig schick gemacht. Public Disturbance geht uns auch nichts an. Wir sind auf dem Highway, auf der Autobahn. Nicht mal Highway, aber wir machen hier deutsche Folgen.
Muss ich mich noch dran gewöhnen. Wir sind auf der Autobahn. Copy, that's a call two on our way. Ja. Kollegen haben übernommen, das ist perfekt. Jetzt kommen wir schon wieder außerhalb von Los Santos. Müssen wir aufpassen. Müssen wir eigentlich wieder umdrehen. Also wir werden zu einem Einsatz natürlich rufen. Citizens reporting a motor vehicle accident in Mirror Park. Gucken wir mal kurz nach. Ja, das trifft uns auch nicht. Ein Verkehrsunfall. Aber wie gesagt, solange das nicht auf der Autobahn basiert, geht uns das nichts an. Und daher werden wir das auch ignorieren. Die Kollegen können das übernehmen. Von der ganz normalen City-Streife. So, wir fahren jetzt hier einmal ab. Wenden einmal kräftig. Kann dieses Auto ja wunderbar. Und fahren wieder zurück Richtung Autobahn in Los Santos. Ein Schwerpunkt, den ich eigentlich machen wollte auf LKW-Kontrolle, wird sich heute wahrscheinlich nicht bewahrheiten, aber ist auch nicht so schlimm. Taktgestalt passt leider auch nicht zu uns. So 60 sind hier erlaubt. Wir sind sowieso schneller. Aber wir sind Polizei, wir dürfen das. Versteht sich natürlich von selbst. Naja, mach doch. Oh, ein LKW. Ich wurde doch noch erhört. So, jetzt muss natürlich bloß die Kontrolle funktionieren. So, Lichter an. Um signalisieren, dass er anhalten soll. Wow. Was für eine Vollbremsung auf der Autobahn. Ist klar. Mein Freund. Komm, einmal folgen. Der Mixer ist now following you. Der Mixer. Wir hätten ja eigentlich Platz gehabt. Egal, wir fahren ein Stück. Wir werden ja verfolgt von dem. Springt denn der so? Hallo? Der wird immer hinter uns gespawnt, weil wir wahrscheinlich zu schnell sind für den Mixer. Der Mixer ist vor. Ach, wir hätten mal runterfahren können. Naja, und damit fluppen wir immer nach hinten. Das ist ein bisschen nervig. So. Da ist egal, wie wir fahren. Oh. Man ist schon angerufen von hinten. Und so wird gleich wieder hinter uns spawnen. Hängt an der Seite fest. Ach, jetzt kommen die ganzen LKWs. Sehr nice. Na gut. Ein LKW werden wir auf jeden Fall kontrollieren. Damit haben wir unsere Aufgabe eigentlich auch erfüllt. So, hier rüberfahren. Den vielleicht vorsichtig anhalten. Oh, schön zum Vergasenfall ist es gekommen. Herrlich. So, wir werden einmal das Fahrzeug überprüfen. Was machst du denn? Du musst das Fahrzeug überprüfen, nicht klettern. Ja, ihr seid zu blöd, um Auto zu fahren. Du kommst du vorbei. David, Tom, Nora, 3, 5, 8, okay, er hat keine gültige Lizenz. So, dann kommt es doch zum Verkehrschaos. Egal, wir haben natürlich überprüfen, weil wir auch einmal abfallen. Komm raus, mein Freund, lass es. So, Hände auf Polizei. Haben wir jetzt mitgekriegt dann, wahrscheinlich auch den Funkspruch gehört haben. Erste LKW-Kontrolle und gleich einen Schwarzfahrer erwischt. So, Dispatch, ich brauche mal einen Transport bitte. Wir haben einen LKW-Fahrer, der ohne gültige Lizenz gefahren ist. Ansonsten haben wir nichts weiter einstecken. Wir machen eine kurze Drogenkontrolle. Wenn es noch klappt, natürlich eine Alkoholkontrolle. Aber funktioniert noch. Ach ja, mein Freund, das lohnt sich nicht, wenn wir noch abhauen wollen. So, dann müssten wir den einmal abschleppen lassen. Was ist hier los? Chaos pur wieder. Hier soll ja niemand weiter stören.
Sehr nice. Sehr schöne Aufträge gehabt heute, die wir lösen konnten zum Glück. Chaos Boy, warum fahrt ihr nicht? So. Ja, und mein Ziel, LKW-Kontrolle durchzuführen, konnte ich auch doch noch am Ende machen. So, und dann würde ich sagen, machen wir weiter in der nächsten Folge. Denn wir sind am Ende mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen positiven Daumen nach oben würde ich mich natürlich freuen. Und ansonsten verabschiede ich mich und sage tschüss. Bis zur nächsten Folge.